Wir schreiben heute den 6. Hesinde 32 Hal, Mitternacht. Ragnar liegt in seinem, in seinem Schlafbett, das, was ihm hier gestellt worden ist, in der Taverne, das Freie Königreich. Neben dir alle anderen Gruppenmitglieder, die wenigen Einzelzimmer, die der Wirt hier hat, sind zwar vorhanden, aber schon belegt. Und dementsprechend seid ihr alle in diesem großen Schlafsaal. Und du bist die ganze Zeit wach geblieben, trotz den Anstrengungen am vorherigen Tag. Hast du krampfhaft versucht, jetzt auf die Mitte der Nacht zu hoffen, um hier jetzt dann mit deiner fixgefälligen Mission anzufangen? Kurze Frage im Vorhinein. Hätte ich da schon der guten, ich weiß gerade ihren Namen nicht mehr, der Token ist weg, von der Hohengor-Priesterin. Ah, da oben ist sie irgendwo. Misabu, Emira wenn ich mich. Misabu Ja, Sajdaja. also Emira Misabu. Genau, hätte ich mit der vorher da mit ihr reden können und dann quasi den Klatsch für mich arbeiten können, lassen können. Weil ich muss ja jetzt mal ein paar Informationen über Belharion Manning einholen. Oder zum Beispiel. Ja, kannst du. Okay. Was möchtest du wissen? Zum Beispiel Belharion Manning, wo befindet er sich? Also, Belharion Medding hat zwar schon in Boran mal gewohnt, ist jetzt aber allerdings auch nur zu Gast. Das heißt, er besitzt kein eigenes Haus. Es gibt mehrere Gerüchte. Ah, es könnte sein, dass er sich in der Arethiniden-Zitadelle aufhält, an der Seite von Nedima Djedha, der Königin. Was allerdings wohl nicht ganz so sehr sicher ist, weil die sich beide vielleicht gar nicht so sehr gut verstehen. Diese Gerüchte gibt es zumindest, diesen Knatsch. Dann könnte es natürlich sein, dass er sich im Kriegshafen aufhält und da dann bei Marus in der Nähe der Dämonenarche schläft. Aber auch da gibt es wohl Gerüchte, dass er sich mit denen wohl auch gar nicht so sehr versteht. Dann gibt es noch einen großen Belhalhar-Tempel, der außerhalb, auf der Außenseite angebracht ist, da wo ehemals die Belagerer draußen warteten. Es gab wohl das Gerücht, dass er 1020, also vor 5 Jahren, in einem gewaltigen Blutritual einen Obsidianstein aus der Erde hervorrief und auf diesem dann der Belhalhar-Tempel gebaut worden ist. So zumindest die Gerüchte. Das Ganze nennt sich die Speerspitze. Und zumindest wenn man diesem Klatsch vertrauen kann, dann wird er sich so wohl sehr wahrscheinlich dort aufhalten, zusammen mit ein paar Ordensrittern, die dort stationiert sind, der Roten Hand und Xaphaera von Hemandu. Klingt ja sehr gut. Also, Ziel wird wohl sein, irgendwie mit, entweder du alleine oder vielleicht mit einer Begleitung, dass du aus der Stadt Mitternacht herauskommst und über die Brücke gehst, um dann im Norden, also hier irgendwo, bisschen weiter im Norden, diesen Obsidian-Felsen zu besteigen und da dann die Ordensburg der Belhalhar-Paktierer aufsuchst. Es gibt auch noch die Gerüchte, dass es sich dabei nicht nur um einen normalen Belhalhar-Tempel handelt, sondern wohl um einen Sanktum. Das heißt, einer von zwei Belhalhar-geweihten Plätze. Dementsprechend ist das nicht irgendein Tempel, sondern einer der zwei wichtigsten auf Aventurien. Ja, weiß ja, man ist selbst nicht Fex gemeint, aber man nimmt die Herausforderung im Sinne Fexens natürlich. Holy shit. Ja, du guckst aus dem Fenster heraus und siehst, wie eine Sternschnuppe vorbeifliegt und dir zuzwinkert. Sehr gut. Jetzt, wo ich gerade diese Informationen gehört habe, wie sieht das denn mit dem Borbera-Tempel aus? Der Borbera-Tempel, der ist natürlich nicht so sehr, geschützt. Das ist einfach das Haus der Erwählten. Das ist ein ehemaliger Tempel wohl, der wurde ein bisschen umstrukturiert und seitdem sitzt hier die Administration, der Stadtrat und du kannst hier deine Opfer bringen und dich mit den Leuten von Borbarat unterhalten, die hier wohl predigen. Und es geht wohl eher darum, dass man denen das Geld aus der Tasche zieht, also der Bevölkerung, und das Ganze dann der Kirche St. Borbarat Xamanot überbracht wird. Die sitzt normalerweise im Mendene und von da fließt es dann einfach in das Goldene Haus, was dem guten Tasfarelet Paktira gehört. Xeran, wir kennen ihn alle. Natürlich, Terran, bester Mann. Das sage ich natürlich nicht so. Statthalter Nanduren, ist das ein Borbarat-Paktierer? Das weiß keiner. Nicht mal der Klatsch weiß das, ich bin enttäuscht.
Ja, dann würde ich jetzt erstmal Daru wecken. Genau, einmal bitte Wir umbenennen. haben das Ganze ja schon mal geklärt. Also ja, dann würde ich wecken. Benennen wir uns mal um. Und wir haben das Ganze natürlich schon tagsüber so ein bisschen getuschelt, dass wir uns unser preisgefälliges Licht ansehen, den guten Belharion Manning auszuschalten. Würde den Jalan dann natürlich auch nochmal darüber in Kenntnis setzen, dass wir wahrscheinlich in ein Sanktum des Belhanas müssen und auf die Ohrensbock der Blutritter, um den guten Belharion Manning zu erschlagen. Deswegen wäre mein Vorschlag, die örtliche Brobarad-Kirche auszuheben, beziehungsweise deren wichtigsten Mitglieder auszuschalten. Wäre ja auch ein Dienst im Sinne Praios, weil Leute, die keine Magie beherrschen sollen, die dann trotzdem durch Paktiererei mit den Erzdämonen an Magie kommen, dürfte der Götterfürst wahrscheinlich genauso wenig anerkennen. Ah ja, dann hat auch den Abend weniger mit Schlafen verbracht, als damit bei Preyas um Abbitte zu bitten. Allein schon dafür, dass er hier ohne Waffen und ohne alles rumlaufen muss. Wenn du kommst, um ihn zu wecken, nimmt er schweigend zur Kenntnis, rödelt sein Zeug zusammen und verlässt erstmal hinter dir her den Schlafsaal. Wenn ihr wollt, ihr habt am Vortag schon Tarnkleidung bestellt bekommen. Das ist natürlich keine Tarnkleidung, die Bella gefällig ist, sondern es handelt sich dabei eher um bunte Tücher und Gewänder und einen Schnitter. Das heißt, man könnte sich als Maraskaner zunächst kleiden, wenn ihr das wollt. Ja, Ihr wieso könnt nicht? natürlich auch in eurer mittelreichischen Kleidung herumrennen und euch weiterhin als Mendenaraner ausgeben, Mit wenn diesem es. Schnitter sehen wir dann aus wie Bauern? Ihr seht damit nicht aus wie Bauern, nein. Ihr könnt natürlich auch die bunten Kleidung anlegen und euch dann als Reisbauern verkleiden, dann aber ohne Schnitt. Ja, weil als Reisbauern könnten wir ja rauskommen. Mitternacht ist das natürlich so ein bisschen fraglich, aber Ja, wenn ihr da. wir tun einfach auf besoffen, easy. Okay. Ja, nee, also das frage ich halt jetzt erstmal Jan an. Wir waren da natürlich uns vorher schon abgesprochen. Möchtest du lieber mit einem Schnitter rumlaufen, dem du wahrscheinlich genauso gut kämpfen kannst wie ich, oder möchtest du als Reisbauer rumlaufen? Ein Schnitter am OT-Frage, was war noch gleich ein Schnitter? Ein Schnitter, die typische maraskanische Waffe, in diesem Fall, glaube ich, geführt über. Muss grad, ist nicht der Glaube, Speer Nachtwind, das oder? ist ein anderthalbhänder oder Schnitter? So. Also Schnitter wären Speer, wa? Bitte sag Also anderthalb Hände. du kannst es auch über Speere führen. Ich glaube, es geht auch über. Die eine oder andere Waffe ging auch als anderthalbhänder. Und dadurch, dass der Schnitter in S hat, funktioniert das, glaube ich. Oh, das ist ja nett. Hier geht es Schmerz, Störung F, Schnitter. Jalan blickt an sich herab. Und verkleidet bin ich schon. Was genau ich anhabe, machte nicht mehr viel. Alles klar, also. Der Schnitter, Zweihandhiebwaffe, Infanterie oder Speere. Du Hey. kannst es auch als Hiebwaffe führen, wenn du eine Geschicklichkeit von 16 hast. Kann ich kurz meine Geschicklichkeit Gewandtheit. steigern? Kann ich kurz meine Geschicklichkeit von 13 auf 16 boosten, ja? Nein. Hast du die Hexefuß. Nur Abenteuerpunkte? 14. Nein. Siehst du. Die muss ich für Schleichen ausgeben. ja, das ist blöd. Da können wir uns genauso gut, glaube ich, als Reisbauern verkleiden, oder? Dann haben wir aber keine Waffe. Ja, was willst du mit einem Schnitter? Oh, ich habe Infanteriewaffen 1. Ich hatte gehofft, es gäbe eine Möglichkeit, mein Schwert mit mir zu führen, aber darauf müssen wir dann wohl verzichten. Könnte man hier ein Tuzak-Messer irgendwo erstehen? Das wäre auch möglich, klar. Würde Kannst auch ich. ein Tuzak-Messer kommen. Mit was sind denn zum Beispiel die Karmat-Gardisten bewaffnet? Die habt ihr am Vortag schon gesehen. Moment, die Kamordgarde ist mit einem Nachtwind bekleidet und die rote Hand oder die rote Legion ist mit einem Schnitter bekleidet. Ja, dann vielleicht können wir es ja schaffen, wenn da so ein Karmatgard ist. Obwohl, laufen die Karmatgardisten zu zweit oder alleine oder wie laufen die rum? Patrouillieren? Das ist sehr unterschiedlich. Die laufen meistens tagsüber in großen Gruppen umher und dann nachts ist meistens immer so ein bisschen gelangweilt und dann ist das eher so eine willkürliche Patrouille, wo sie dann irgendwelche Türen eintreten, irgendwelche Maraskaner dann die Köpfe abschneiden, wenn sie gerade in einen Blutrausch verfallen. Und ja, führen irgendwelche willkürlichen Kontrollen durch. Aber wenn man die auf der Straße antrifft, dann könnten sie auch normalerweise zu zweit sein. Das ist möglich. Aber nachts ist es sehr willkürlich, also man könnte auch mal auf einen Einzelnen treffen.
Einzelne wirst du auf den Türmen finden. Das habt ihr jetzt auch am Vortag schon herausgefunden. Wenn ihr euch das Ganze mal anguckt, es gibt ja hier die verschiedenen Türme. Am Tor selbst sind eine ganze Menge mehr Kamortgardisten, aber auf den einzelnen Türmen, die nicht am Ende oder irgendwas sitzen, ist da immer nur einer. Das heißt hier, das ist nicht so ein, also das ist ein Endturm. Das heißt hier, wo die Bohr lang fließt, sind dann drei Stück. Hier ist dann einer. Das ist hier wieder ein Tor, dementsprechend sind da mehrere und hier ist dann einer, 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 weil da rechnet man nicht mehr mit so großen Angriffen, da reicht halt einer, der dann Alarm schlägt. Ja, dann würde ich ganz gerne Kletterausrüstung kaufen. Habt ihr sowieso, die hat am Vortag, gegen Abend, hat der ja, Anführer Vibo der Stählerne hat Kletterausrüstung mitgebracht, die man ja auch braucht, damit man die Bäume hochklettern kann, auf die man dann eh schläft. Also die liegen dann bereit in eurem Was Schlafsaal. für eine Qualität haben die? Geben eine Erleichterung von 3. Ja, okay, alles klar. Ja, dann wäre mein Vorschlag, Werter Jalan, müsste ich ihm zu, während wir im Schankraum sitzen, dass wir auf einen dieser Türme klettern und einen dieser Kramatgardisten ausschalten, damit entsprechend bewaffnen könnt, falls es zu einem Kampf und falls ihr dann diese Kramatgarde ehrenhaft enthauptet oder was auch immer ihr jetzt zu tun gedenkt. Sollten wir vielleicht noch eine weitere Kamadgardisten aufsuchen, damit ich mich ebenfalls als solch einer kleiden kann? Das erscheint mir wie ein guter Plan. Es wäre mir unlieb, ohne Waffe durch die Gegend laufen zu müssen. Wobei wir sicherlich auch notfalls einen Knüppel auftreiben könnten. Ja, Aber die dann wird. Verkleidung als Gardist hat sicherlich ihre eigenen Vorteile. Man Ungefähr. schaut mal an sich hinunter, Körperkraft 10. Ja, vielleicht könnt ihr mich auch als Gefangenen abführen oder so. Und Vielleicht. zumindest, wenn das Gefängnis außerhalb der Stadt ist, aus der Stadt hinaus. Beziehungsweise haben wir jetzt gar nicht geklärt, ob wir in Burmerer Tempel wollen oder ob wir zum Sanktum, wo Belharion Manning nächtigt, wollen. Harion Manning ist natürlich ein Mann, der den Tod verdient hätte. Aber in dieses Sanktum einzubrechen, überhaupt erst hereinzukommen, erscheint mir selbst mit Rondras Hilfe ein gewagtes Unterfangen zu sein. Und wir sind tief im Herzen der Schwarzen Lande. Weit eine Ordensburg der Blutritter zu erstürmen, erscheint mir auch nicht sonderlich gewinnbringend. Ich bin zwar kein Experte der Kriegskunst wie ihr wahrscheinlich, aber ich habe noch von niemandem gehört, der zu zweit eine Burg eingenommen hat. Und ich bin Geschichtenerzähler. Habt ihr nicht was erzählt, wie ihr mit insgesamt 5 Leuten eine Burg eingenommen habt? Ja, 5 Leute, richtig. Nicht zwei. Ich denke, wir sollten Außerdem uns. hatten wir da einige Torwaller dabei. Also wir waren nicht nur zu fünft. Das habt ihr damals zufällig herausgelassen. Die Torwaller haben auch nur aufs Tor aufgepasst. Dass da keiner rauskommen kann. Dann lächelt ihr zu und meint dann, nun. Also, wie ist eure Entscheidung, hoher Herr? Euer Hochwohlgeboren. Der Baumerer Tempel scheint mir das beste Ziel zu sein. Wir tun, was wir können, bis dann eines Tages die Stadt mit einer angemessenen Streitmacht vollständig befreit werden kann. Sehr gut, dann sollten wir, glaube ich, erstmal den Plan mit den Kamadgardisten auf dem Turm vollführen. Oder? Denke ich auch. Sehr gut. Wie weit sind diese Türme voneinander entfernt? Kann man, wohl, das kann man ausmessen, oder? 12 Meter? Normalerweise ist diese Karte geeicht, das heißt, ein Feld sind 10 Schritt. So, also 120 Meter. Moment. Das heißt, wenn der Typ nicht gerade irgendwie Alarm bläst, wie auch immer der das macht, vielleicht mit so einem Horn oder. Ja, also hier, nee, 10 Schritt. Das heißt, wenn du hier mal guckst, achso, nee, Moment, du siehst den Token gerade. Ne? Ich gebe mal diese hier. Achso, diesen Visible Players, okay, hier, Steuerung Ja, F. diesen Visible Place, Genau. genau. Wenn du das jetzt anguckst, das sind jetzt so 10 Schritt von A nach B und ja, 10 Schritte Ja, ungefähr. genau. Aber zum Beispiel hier von dem Turm zu dem sind es Ah, ja, 110 okay, Meter. das meinst du. Ja, genau. Ich will sicher gehen, ob das irgendjemand sehen kann.
Und wenn man nicht gerade auf den anderen Turm achtet, dann könnte ich mir vorstellen, dass das wahrscheinlich eher weniger ersichtlich ist, oder? In der Nacht 100 Schritt zu sehen, erscheint mir höchst Ja, die haben unwahrscheinlich. ja wahrscheinlich auf den Türmen Fackeln. Wenn da ja nicht in der Dunkelheit stehen. Ach komm, versuchen wir es einfach. Jawohl. Gut, versuchen wir es. Das ist Müssen wir nur auch an ein welchem Turm, Gal. sagtet ihr, steht nur eine Wache? Hier an diesen Türmen. Südlich und nördlich. Weil mein Vorschlag tatsächlich wäre, dass wir den hier ganz oben nehmen. Welchen jetzt? Den ganz oben rechts der Karte. Oder Hm, der den. äußerste Turm, ja, da kann man nur von einer Seite gesehen werden. Genau. Und falls wir entdeckt werden, können wir uns immer noch in Richtung der Bucht zurückziehen. Genau. Genau, und hier oben liegt dann die Feste des Belalhar in Sanctum. Aber man muss dann von hier aus erstmal durch die Stadt wieder zurücklaufen und über diese Brücke hinüber. Aber klar, wenn man dann die Verkleidung hat, sollte das funktionieren. Der gute Jana hat ja aber schon gekniffen, der wollte sich nicht mit Beharion Manning anlegen. Er will schon, aber er will nicht dabei sterben. Also Dann gut, eben dann doch. doch Beharion Manning, gut. Also dann Das ändert sneaken. ja nichts an unserer Vorgehensweise, dass wir uns jetzt erstmal an dieser Kammer, also zwei in dieser Kammergardisten greifen. Also willst du jetzt diese Schlitterausrüstung oder willst du die Reisbauerausrüstung? Gib mir erst einmal die Reisbauerausrüstung. Wir nehmen uns einen Knüppel dabei. Sehr gut. Fällt weniger auf. Vor allem, da ich mit dem langen Ding sowieso nicht umgehen kann. Ich war auf der Jagd immer mehr ein Freund des Bogens als des Speers. Ich habe nie gejagt. Also nochmal zur Erklärung. Wenn ihr euch innerhalb von Boran aufhaltet, könnt ihr auch als normaler Maraskaner rumlaufen. Also mit Schnitter. Wenn ihr hier rausgehen wollt oder hier rausgehen wollt, dann nur als Reisbauern. Da dann ohne Schnitter, aber mit Maraskan-Ausrüstung. Oder ihr könnt halt, wie gesagt, dann den Kamordgardisten überrumpeln, der hier oben sitzt und seine Wache hält. Und dann mit Kamord-Ausrüstung und einem Nachtwind könnt ihr dann durch dieses Tor hindurch. Ob das dann beide sind oder einer Gefangener, ist egal, aber das sind eben diese beiden Möglichkeiten. Das heißt, in der Stadt in Borat könnt ihr auch als Maraskaner Mitschnitter herumlaufen. Also nur nochmal zur Klärung des Plans, so wie ich ihn verstanden habe. Wir verkleiden uns jetzt als Reisbauern, damit wir nicht so sehr auffallen, wenn wir durch die Stadt marschieren. Nee, 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 wir können uns auch als Typ mit Schnitter verkleidern, wenn du mit Schnitter. Aber wir können mit dem Schnitter nichts anfangen. Ja, okay, dann nehmen wir die E-Waffen kann Knüppel. ich und so ein Bauer fällt mit Knüppeln nicht auf. Das ist richtig. Und dann gehen wir an die Mauer, sehen zu, dass keiner da ist, klettern hoch, schalten ein, schalten zwei Kamardgardisten aus. Am besten nur Verkleidung ein. als Am Dieb besten nur können wir ein, nicht. weil ein Typ mit Körperkraft 10 ist nicht so der überzeugende Kamardgardist. Stimmt. Kannst du dich Und dann irgendwie als sagst Bauer du verkleiden dann. und ich sage, ich habe dich gefunden, wie du Runra anbetest oder so? Genau. Du hast mich halt irgendwie gefunden und willst mich dann morgen öffentlich da in der Kaserne der Kamardgarde exekutieren. Weil die Kamardgarde ist ja außerhalb der Stadt, das wurde ja letztes Mal schon erwähnt. Da ihren Stützpunkt haben, ihre Kaserne. Und dann, wenn die Verkleidung als Kamardgardist ist, wo vermutlich auch ein wenig Rüstung bei sein wird, hergestellt ist, kann man dann auch mit Nachtwind oder vorzugsweise Totsagenmesser durch die Gegend laufen. Genau. So der Plan, würde ich sagen. Dann schauen wir mal, wie wir bei Harry Melling ausschalten. Oh Mann, wir Erstmal sind so langsam. RIP. Aber Gut, hey. gesagt, getan. Ihr könnt dann aus der Taverne herausgehen. Währenddessen könnt ihr noch sehen, dass die Taverne auch geschlossen ist. Das heißt, der sehr misstrauische Wirt mit dem Namen Welfzibar hat da dann auch abgeschlossen. Aber ihr könnt den Riegel dann von innen auch entfernen. Ihr könnt aus der Taverne heraustreten und dann durch die verlassene Stadt ja, in Richtung Norden aufbrechen. Hier auf der anderen Seite sind die Gebäude wieder alle ein bisschen besser. Da seid ihr nicht in Fremdijibor, sondern in Quadibor unterwegs. Und hier sind dann einfach sehr klassische maraskanische Turmbauten. Und ja, geht dann an dem Rouen-Gror-Tempel vorbei, beziehungsweise an dem alten Neffa-Tempel. Hier die Nummer 4, wo dann die Charybdis-Paktiererin herumsitzt. Egal wie ihr lauft, der einen oder anderen patrouillierenden Wache müsstet ihr ausweichen, könnt ihr euch in die Schatten drücken oder ihr könnt allgemein
überirdisch laufen, das heißt über die verschiedenen Brücken und Pfade, die hier gelegt worden sind, sodass ihr dann über ihnen lauft auf verschiedenen Stockwerken. Zumindest kommt ihr dann von Haus zu Haus in Richtung Norden, wo ihr dann die verschiedenen Wachtürme noch heller leuchtet, erhellt seht. Und auf eurer rechten Seite könnt ihr jetzt das Samthaus sehen oder den Samthausturm, wo dann auch eine ganze Menge an Roter Legion sitzt, die Bluttempler. Hier müsstet ihr dann wieder nach unten steigen und dann auf dem matschigen Wegen weiter in Richtung Norden antreten. Es ist alles ziemlich dunkel und wenig erhellt. Die Wege sind sehr matschig, dadurch, dass es heute vor wenigen Stunden noch wie aus Strömen geregnet hat. So gegen 17, 18 Uhr, immer dann, fängt es an zu regnen. Und dann steht ihr hier im Schatten eines Hauses, könnt dann auf die Türme sehen, die dann vor euch liegen. Auf der linken Seite könnt ihr mehreres Gelächter hören, helle Fackeln, die dann da brennen und den einen oder anderen Schatten, der dann an der Fackel vorbeiläuft, die in ihrer schweren Rüstung gekleidet sind und dann dort patrouillieren, stehen. Mal der ein oder andere, der hier ein bisschen rumguckt, aber der Blick ist meistens nach außen gerichtet und nicht so sehr nach innen. Okay, also, wir schleichen uns bis hier vorne hin und dann schleichen wir hier entlang, klettern hier hoch, schalten den Karmat-Gardisten aus, beziehungsweise du schaltest den Karmat-Gardisten aus, dann ziehst du die Rüstung an und beziehungsweise die Rüstung runterklettern wird schwierig. Können sie an einem Seil herunterlassen. Okay. Ja. Gesagt, getan. Wenn wir jetzt hier weiterlaufen, dann glaube ich mal, dass wir dann da hinschleichen würden, so auf leisen Sohlen. Nur zum Verständnis, wie hoch sind diese Türme so im Schnitt? Dadurch, dass sie an eine Mauer angebunden ist, die Mauer selber so ungefähr 3-4 Meter hoch, da muss man dann auch wirklich, braucht man einiges Geschick, damit man da auch überhaupt hochkommt. Und ihr könntet dann entweder die Mauer hochkraxeln oder die Türme selbst, wenn ihr dann dahinter steht. Türme dann, 4 Meter hoch. Also nichts, was einen umbringt, wenn man runterfällt. Nein, nein, nein. Aber man kommt eben nicht sofort rauf. Das dauert ein bisschen. Auch die Maraskaner, die dann eben von außen anstürmen würden, müssten da viel, viel Zeit benutzen. Dafür ist es einfach da. Da kann man sich dann verteidigen. Was soll's. Wir haben mehr als eine Mauer gestürmt. Und meistens waren Leitern involviert. Ich nehme an, wenn wir hier keine Laute machen, dann sieht er uns auch nicht, weil... Hohes Gras. Legt euch einfach ins hohe Gras. Ah, okay, cool. Würdet ihr ihn durchschleichen, das dauert natürlich unendlich lange, aber ihr seid im Schatten getarnt. Der ein oder andere Käfer, der dann auf eurer Schulter sitzt und krabbelt und Ameisen, die unter eure Kleidung hindurch schlüpfen, euch beißen, zwicken, piesacken. Was dann so ein ungutes Gefühl bei euch lässt, denn ihr wisst, dass Maraskan hochgiftig ist. Ihr hofft einfach, dass das gut ausgeht. Für eine Marderphase haben wir eigentlich. Moment, muss ich nachgucken. Vielleicht relevant für den nächsten. Abnehmenden Radmarder, das heißt, Vollmond war und guckst du einfach bei der Kalenderphase an. Ihr habt ungefähr zwei Drittel Vollmond, also abnehmender Vollmond. Zwei Drittel. Ja, also man sieht es schon ganz gut eigentlich. Gut, machen wir die Kletterausrüstung bereit. Ja. Und dann, ich gehe voran und ihr hinterher. Genau. So leise wie möglich. Die Kletterausrüstung wird bereitgelegt. Und ihr habt hier ein langes Seil. Es ist mehrfach zusammengebunden. Das hat man am Vortag schon gemacht, weil die Bäume, auf denen man später schlafen will, sehr, sehr hoch sein sollen, damit man einfach von dem lästigen Kruppzeug, was unten rumläuft, auf dem Boden geschützt ist. Da will man dann wirklich diese Gigantenbäume ersteigen. Das heißt, ihr habt jetzt ungefähr 30 Meter Seil. Müsst aber auch nicht alles benutzen. Und einen Enterhaken, der dann vorne ran gebunden ist. Ich dachte, diese Kletterausrüstung wäre sowas, was man sich unter die Schuhe schnallt und an die Arme und dann man sich so hochhaut. Könntet ihr auch machen. Aber das fände ich.
Das wäre auf jeden Fall wichtiger für diese Expedition, dass wir es so haben. Okay, dann macht ihr das mit. Ja, wollt ihr euch dann in den Stein hineintreten mit diesen Sporen? Genau, und dann ein Seil hinterherziehen. So leise wie möglich natürlich. Und in regelmäßigen Abständen, also an diesem Turm vermutlich nur zweimal insgesamt, einen Haken in den Stein drücken, nicht schlagen, das würde zu viel Aufmerksamkeit erregen. Während Und Jan weiter dann nach auf der oben einen klettern. Seite hochklettert, würde ich auf der anderen Seite hochklettern. Wenn wir genug Ausrüstung dafür haben, ist das sicherlich eine gute Idee. Klar, ist machbar. Dadurch, dass ihr das eh schon alles bereitgelegt hattet. Gut, dann bekomme ich bitte von jedem eine Kletternprobe und eine Schleichenprobe. Kletternprobe ist natürlich erleichtert um 3, nicht wahr? Ja, easy. Gut, das ist also eine minus 3. Damit klettern leider auf 0. Sorry, ich mache das nochmal. Ich habe vergessen, mal die Behinderung wegzuhaken. Ich bin ja wie Ja, das ist im. geschafft. Warte, ganz okay. Die können wir auch einfach so rausnehmen. Deine Behinderungen sind 6. Sechs. Ja, also sie liegt bei 0 jetzt. Ich habe nur vergessen, die Rüstung nach dem Verlassen des Schiffes wieder wegzuhaken. Ja, genau, da hast du es geschafft. Der Modifikator wäre minus 2, und wenn du die Rüstung ausziehst und dich als Gut. Blechdose rumläufst, ist das okay. Und dann noch Wo genau schleichen. hängen die Fackeln denn? Sind die hier drinnen angehangen oder hier außen vor die... Eine Fackel hängt hier auf der Außenseite, und von innen gibt es wohl auch eine Fackel, die dann das Ganze erhält. Das heißt, wenn ich quasi von hier reingucke, dann könnte der mich auf jeden Fall erkennen. Wenn er Naja, gerade in meine Richtung guckt. draußen ist es dunkel, drin ist es hell. Und wenn du dann vor so einem Fenster auftauchst, also es gibt dann mehrere Fenster, die dann hier irgendwo angebracht sind. Ach, das ist ein Fenster. Ja, also so. Spähfenster, wo man dann durchschießen kann, aber wo man auch durchklettern könnte. Aber ansonsten eine wirkliche Tür gibt es nur zu dieser Seite, damit man dann die Mauer lang gehen kann. Okay. Also dann würde ich auf jeden Fall da mal reinspähen und schauen hier, was die Kamerad-Garde gerade macht. Eine Millisekunde lang. Schleichen ist auch gelungen. Boah, sehr geiler Wurf. Gut, Rex ist mit uns, denn wir bewegen uns kratzen gleich diese Mauer hoch. dann brauche ich mal bitte einen W. Ein Plus oder Minus Würfel. Schauen wir mal, in welche Richtung er geht. Plus ist Ragnar, Minus ist Jarlan, und Null ist, er guckt auf seinen Tisch. Er schaut zu mir. Er schaut zu dir. Dann brauche ich von dir eine Sich-Verstecken-Probe. Sich verstecken war wo nochmal? Körper, oder? Auch Körper übersingen unter Selbstbeherrschung. Gut, dann taucht ihr jetzt jeweils in sehr, sehr kurzer Zeit. Ragnar, du bist überrascht, dass Jala noch vor dir da ist. Und auch unglaublich leise dafür, dass er normalerweise immer so schippert mit seiner Blechausrüstung. Könnt ihr dann auftauchen? Du siehst kurz, wie er aus dem Fenster herausspäht und auf das offene Wasser guckt. Der stand auch eben gerade direkt am Fenster, als du mit deinem Kopf vorbeischieltest. Dreht sich dann wieder rum und geht zu seinem ja, Tischchen aus Holz, der da steht. Und könnt ihr sehen, wie er Trinkschlauche rumliegen hat. Ein paar Würfelbecher, die da aber auch unbenutzt herumstehen. Er sieht wohl ziemlich müde aus, und als du dann an dem Fenster dich wieder zurücklehnst, guckst, was er machst, sitzt gerade in seinem Rücken, kannst du auch sehen, wie Jalan schon auf der anderen Seite des Fensters steht. Könntest aber auch bei der Tür sein. Ist also entweder hier Fenster oder da Tür. Je nachdem, was hier Uns überlegt. gegenseitig so Gesten zeigen. Ich würde Ja, dann nämlich so drei. jetzt seht ihr euch. Dann würde ich nämlich so 3, 2, 1, bei 0. Würde ich dann da auf leisen Sohlen zu ihm hinschleichen. Also so leise, wie es halt geht. Und dann warten, dass Jalan zumindest. Also ich nehme an, hier ist so ein Pfeiler, oder? Also könnte er von seiner Position aus Jalan sehen, wenn er da reinklettert. Wenn er reinklettert, dann sieht er ihn. Alles klar. Dann würde ich jetzt versuchen, ihn von hinten zu überrumpeln und ihm den Mund zuzuhalten. Ja, Moment, Beziehungsweise du hast schon 3, 2, 1 gezeigt. Würfel mal einen Attack, um ihm zu übermitteln, dass nur du reinkletterst auf die 3, 2, 1. muss ich auch zu Sonst ist verstehen, es. Attack würfeln? Nee, das ist okay. Er kann dir das so zu deuten. Zeigt ihn erst auf sich, zählt dann runter 3, 2, 1, und dann siehst du, wie er reinklettert, wie ein Wiesel, Flinkesser und unglaublich leise. Du kannst das von deiner Position aus sehen. Das ist zwar echt anstrengend, wenn du da am Fenster hängst, gerade mit der warmen Temperatur, die es auch jetzt abends noch hat. Das hat sich nach dem Regen zwar ein bisschen abgekühlt, aber dann siehst du, wie Ragnar hinter dem Karmortgelisten steht.
Ja, wenn wir jetzt den Kampflärm verursachen, würden uns die Leute von da hinten hören, nehme ich an, ja? Wir haben ja schon eben festgestellt, dass das 120 Meter sind. Das ist eine Sinnschärfeprobe für ihn. Je nachdem, wie gut dein, ja, je nachdem, wie viel Zeit er noch hat, um irgendwas zu sagen, wird er auf alle Fälle noch eine Sinnschärfeprobe haben, die dann erleichtert oder erschwert ist oder nicht. Ja, also ich würde auf jeden Fall versuchen, ihn dann von hinten nicht mit dem Knüppel niederzuknüppeln, weil ich weiß, dass ich eine Niete bin. Ich würde jetzt einfach versuchen, von hinten ihn zu packen und den Mund zuzuhalten. Also mit so einer Ringenattacke würde ich ihn von hinten greifen. Obwohl, wenn wir einen Dolch hätten, dann würde ich ihm einen Dolch an die Kehle halten und ihm den Mund zuhalten. Okay, egal was du jetzt machst, du hast eine Möglichkeit, einen Versuch. Dadurch, dass er dich nicht wahrgenommen hat, und du von hinten angreifst, ist es nicht nur eine minus 5, sondern eine minus 8, als ein Meuchlerangriff ist. Mit dem minus Oh, 8 das kannst heißt, du ich mach. quasi machen, was du willst. Du kannst es in eine Wucht einlegen, kannst einen gezielten Stich, mach was du willst, aber du hast eine minus 8. Bitte Dann aber keinen sag mir, dass gezielten du den Stich. Keinen gezielten Stich kannst. gezielten Stich. aber ich könnte ja auch theoretisch ihn einfach da mit einer Ringenattacke den Mund zuhalten und ihm dann den Dolch an die Kehle setzen, oder? Das wäre doch bestimmt auch möglich. Ja. Meine, das ist ein Kammerer-Gardist. Ich weiß nicht, ob er sich davon beeindrucken lässt. Ja, das ist eine gute Frage. Aber wenn er dann halt reagiert, dann kann man ihm auch einfach die Kehle aufschneiden. Ah, er ist Kammergardist. Ich glaube, mit Dolchen kann man gar keinen Wuchtschlag ansagen, oder? Du kannst Wucht Obwohl, wenn ich eine einlegen. Das 8er ist Erleichterung habe. Ach, was soll's, okay. Junge? Es gibt für Dolche, kannst du natürlich auch Wuchtansagen machen. Das äußert sich dann nicht daran, dass du wuchtig reinschneidest, sondern eher gezielt zustichst, sag ich mal. Du kannst dann eben anders die Schadenspunkte verursachen. Aber so Attentatangriffe machen ja auch dreifachen Schaden, oder? Ja. Dann nehme ich meine super Meuchel-Hiebwaffe auf Doom, nehme meine Keule und sage, ein Wuchtschlag erschwert um 4 an. Um 4, du hast minus 1.